Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufnahmen auf der Hofbergmann zusammen mit dem Paul, dem Michael, dem Lars. Wunderschön. Hallihallo. Hallo. Grüße. Grüße. Servus. So. Oh, wir sehen da sogar Feldnachbarn, Uwe. Ja, 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 ich hab die schon gesehen. Hallo, Grüße. Hi. Hallo. Aber vom Feld in das etwas flüssigere Terrain. Pirat. Ja, siehst du? Ihr seid alle keine Piraten. Oh, das war gut. Ja, nee, ich bin kein Pirat. Das Rollen. Nee, das R muss rollen. Ich hab nie Spanisch Latein. Wo macht man das? Im Spanischen, oder? Im Fränkischen. Im Fränkischen rollt man das eher. Fast wie Spanisch. Also, ähnlich. Wir unterscheiden uns quasi fast nicht. Fast. Aber wo rollt man denn auch so das? Im Main ist auch beides mit M, ist Gewässer, also ja, doch. Ja, aber ist. Ja, hast du gerade gesagt, Spanien hat was? Spanien hat das Mittelmeer. Ja, ja, die haben noch ein bisschen mehr Meere. Ja, aber das ist das einzige Meer mit M. Mittelmeer und Main, deswegen beides M, okay. Ich habe gerade die Gemeinschaften gesucht. Ja, es ist okay, ist okay. Ich dachte, irgendwo rollt man doch auch so das R, oder nicht? Nee, in Spanien lispelst du. Ich habe jetzt gelernt, wir haben einen Spanier, also das ist ziemlich witzig, wenn du in Baden-Württemberg arbeitest, die reden alle dieses Schwäbische, dieses weicht. Ja. Und dann kommt so ein Typ, der ist Spanier. Und der redet das tiefste Baden-Württembergisch, was du je gehört hast. Und dann, von jetzt auf gleich, ruft seine Frau an, die auch Spanierin ist, und die unterhalten sich dann auf Spanisch. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dann habe ich gelernt, weil ich auch den so ein bisschen, wenn du ein bisschen Spanisch redest, musst du einfach nur lispeln. Und dann hat er gesagt, nee, der Spanien, was für ein Spanien sprichst, da lispelst du gar nicht. Dieses lateinamerikanische Spanien, also hier so, ich weiß nicht. Das lateinamerikanische Spanien, ja, aha. Okay, wollen wir ganz kurz Geografie machen, oder? Ja, genau. Es gibt anscheinend ein paar Länder in Lateinamerika da unten, Südamerika, wo du Spanisch redest auch. Und das ist dieses Gelispelte. Ist das nicht bei ganz vielen südamerikanischen Ländern so? Ich weiß es nicht. Dass da Spanien ganz verbreitet ist? Ich glaube auch Portugiesisch ist da viel verbreitet. Ach, Portugiesisch könnte es auch gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, da lispelst du. Und da haben wir gedacht, okay, wieder was gelernt. Ja. Aber wo du das R rollst, bis auf in Frankreich. Also in Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, in der Domrep, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru. Redest du überall Spanisch? Ja. Oh mein Gott. Steht hier so. Die können den ganzen Kontinent ja Spanien nennen, ist ja Wahnsinn. Venezuela noch? Also, Portugiesisch? Brasilien habe ich nicht vorgelesen, Schatz. Ist doch brasilianisch? Ich frage einen Freund. Ja. Ja. Aber nicht. Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica. So. Okay. Okay. Wieder was gelernt. Stimmt. Ja. So, weiter im Programm. Wo waren wir stehen geblieben? Es tut mir leid, ich war ja eben mal ein paar Minuten. Wir wollten über ein Spiel reden. Ich hörte davon. Wir waren Piraten, ne? Thema R-Rollen. R-Rollen, siehst du? Dankeschön, das R-Rollen, genau. Wir haben darüber gesprochen, wo man überall Spanisch spricht. In verdammt vielen Ländern haben wir festgestellt. Genau, aber ursprünglich wollten wir über ein Spiel sprechen, wo man ebenfalls das R rollt. Nee, R-Rollen tut man nicht wirklich, ne? Aber ein Pirat ist. So, jetzt. Ja. Ja. Jetzt habe ich die Brücke vielleicht hingekriegt oder nicht. Werdet ihr es am Wochenende spielen, Skull and Bones? Ich werde es auf jeden Fall nochmal antesten, weil ich will wissen, ob jetzt der Deutschmodus geht und. Ja. Oh, das ist natürlich tatsächlich ganz, ganz spannend, ja. Eigentlich müsste ja fast fertig sein dafür, dass es dann ein paar Tage später rauskommt, offiziell.
Hoffentlich, ne? Also die Beta rausbringen und dann sagen, ja, nee, aber unter der Woche jetzt wird nichts. Nee, wir brauchen nochmal ein halbes Jahr. Und die pumpen ja richtig Geld in die Werbung von dem Spiel, ja. Du, Instagram ist ja voll, ne? Ja, hier Michelle Rodriguez haben sie jetzt beauftragt. Ja, Hör mir auf, ey. Letztens in den Tagen gelesen, dass jetzt allein die Entwicklung von dem Spiel 130 Millionen US-Dollar gekostet hat. Ja, da fehlen mir tatsächlich Vergleiche, muss ich gestehen. Also da weiß ich nicht, was so andere Spiele gekostet haben. Kann mir mal einer verraten, wo der Schneidwerkswagen ist? Ja, im Schneidwerk. 13,7 Meter Schneidwerk. Du fährst den immer mit rum. Aber gar kein Problem. Freitagabend habe ich schon verplant, da zocke ich was anderes. Samstag wollte ich eigentlich mein Stream-Projekt fertig zu Ende zocken, endlich mal. Dann bleibt nur noch Sonntag, ne? Ja, aber du kannst ja auch zur Not Samstag mal umplanen, oder? Nee, ich will das endlich fertig haben. Willst du endlich fertig haben? Mhm. Okay. Wie sieht's bei Micha aus? Ja, Freitag Urlaub, zufälligerweise. Oh, du hast das am Freitag schon mal antesten. Ja. Wisst ihr, ob es wieder eine Beschränkung gibt von der Zeit? Keine Ahnung. Mhm. Du weißt doch gar nichts. Okay, hätte ja sein können. Also ich habe noch nichts mitbekommen. Wohl macht ja eigentlich relativ wenig Sinn, wenn die Deluxe-Käufer ihren Fortschritt behalten, ne? Alle behalten ihren Fortschritt. Alle? Ja, den Fortschritt behältst du. Du kannst nur als Deluxe-Käufer 3 Tage vorher anfangen. Ah, okay. Die Deluxe-Käufer können ja schon 2 Tage nach der Ende der Open Beta loslegen. Ach so, aber das, warte mal. Die anderen eine Woche später? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Spiel kommt am 16. offiziell raus, ja. Und die Premium-Käufer dürfen 3 Tage früher ran. Am 16. nicht, am 13. Wann am 16. Camps? Ja, am 13. noch, oder? Wann am 16. wäre der. Ich weiß es nicht, ich google auch gerade nicht. Schau mal kurz. Aber tatsächlich, also werdet ihr es euch holen oder sagt ihr, weiß ich nicht. Also ich mach's wirklich von der Open Beta jetzt ab. Ja. Abhängig. Also ich hol's mir nicht. Weil nicht dein Spiel oder hat ihr nicht gecatcht? Einfach nicht mein Genre, genau. Einfach nicht mein Spiel. Also ich hab's mir angeguckt. Hast recht, Micha. Erscheinungsdatum 16.02. Genau, und am 13. können nämlich die Premium-Spieler schon loslegen. Ja. Na, hattet ihr ja beide recht. Mehr oder minder. Ja. Aber wir haben nicht zufällig einen Düngerstreuer, ne? Shit. Doch. IT-Wonder Düngerstreuer haben wir, Schatz. Ach ja, stimmt. Weil ich habe nämlich jetzt noch 5 Liter Mineraldünger aber drin. Aber wie ich das hier... Gleich ist leer. Ja. Verstehe, weil hier steht, Taucher in die maritime Kriegsführung ein, werde zum gefürchtesten Piraten-Captain-Spiele bis Rumstufe 6. Ja. Rang 1 und behalte deinen Fortschritt bei der Veröffentlichung, wenn du dieses Spiel kaufst. Ja, wenn du das Spiel kaufst, steht ja nicht, welche Edition. Ja, aber das hört sich für mich jetzt fast danach an. Du musst es kaufen. Als wenn ich es kaufen muss, damit der Fortschritt gespeichert bleibt. Genau. Damit der Fortschritt bleiben muss, das werden wir ein Spiel kaufen. Haben wir noch Saatgut am Hof? Und Dünger? Nee. Ja, aber gut, wir haben kauft die Silo. Sinn, dass der Fortschritt gespeichert wird, wenn du nicht Fortschritt kaufst. Ja. Paul, ich hat 2 Vorgewinne gemacht, eventuell könntest du da schon. Also ich sehe hier nur... Preload. Kannst du es wohl schon seit dem 6. 10 am und starten tut es dann am 8. Das heißt, ich könnte es jetzt schon preloaden? Ja. Um 3 am und enden tut es am Sonntag, den 11. um 11.59 Uhr. Also Mitternacht. Das ist halt nur von der Rumstufe und Wagen. Da ist halt Schluss. Du kannst so lange spielen, bis du das erreicht hast, und dann ist erstmal Schluss. Wo war das nochmal? Bei Uplay? EA? Wie heißt das denn? Ubisoft. Ubisoft, siehst du, ja. Habe ich schon nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also ich... Warte. Lars hatte angefangen, wir haben ihn unhöflich unterbrochen. Lars.
Warum nicht? Nicht deins? Nicht mein Spiel einfach. Ich hab's mir angeguckt. Okay. Ist einfach nicht so. Nee. Ja, bring das. Mich nicht so an einfach. Also die. Das denke ich vielleicht mir tatsächlich. Im Gameplay nochmal anders, aber das Video, was ich jetzt gesehen habe, so ist einfach. Macht jetzt nicht halt, weiß ich jetzt nicht. Da kannst du jetzt ja tatsächlich nochmal, wenn du am Wochenende ein paar Minuten Zeit hast, ne, nach der Family Time, könntest du ja tatsächlich nochmal reingucken, könntest jetzt schon preloaden. Macht ja vielleicht für deine Leitung dann auch Sinn. Ich weiß gar nicht, letztes Mal waren es 50 Gig, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es ich war... Ich habe es sogar noch installiert. Ja, aber die Frage ist, ob es noch funktioniert, ne? Oder ob gepatcht werden muss. Weil war ja ein, oder deinstalliert werden muss, war ja eine Alpha noch. Das weiß ich nicht, warte mal, was. Wenn ich glaube, ich habe es gar nicht mehr drauf. Ich glaube, das hat sich von mir selbstständig DLC. Ah, ne, das hat sich hier wieder. Ist ja Klaus Beta 2. Das war ein. Okay, also ich habe es tatsächlich deinstalliert. Das weiß ich zu 100%. Habe ich auch gemacht. Weil ich es nach der Closed Beta direkt runtergeschmissen habe. Ich brauche sowas immer nicht bei mir rumfliegen als verschwendeter Speicherplatz, was ich eh nicht mehr benutzen kann. Sag mal die Sache. Also ich denke, wenn es auf Deutsch ist, wird es mich schon sehr interessieren. Oh, dann hast du jetzt aber einen Haufen Spiele, die du gleichzeitig spielst, Micha, wa? Hören wir auf, ey. Ah, ein junger Mann mit viel Tagesfreizeit. Ich mache kein Homeoffice, Leute. Was soll das jetzt heißen? Das habe ich auch nicht verstanden. Verstehe ich jetzt nicht, also. Last Woche doch nicht im Homeoffice. Die Woche bin ich tatsächlich erst morgen wieder im Homeoffice. Wisse. Merkt man gar nicht auf den Spielständen. Naja, also an dem Public-Spielstand merkst du es, dass im Moment Minecraft einfach am Stissel ist. Ja, aber da sieht man, wie schnell du vorankommst, wenn es sich da so hört. Ja, das habe ich 4 Tage, 30 Stunden. Da hat der Uwe gar nicht so schlecht geschätzt im Stream. Ja, ich habe einfach mal ganz, ganz vorsichtig geschätzt tatsächlich, ja. Das Schlimme ist, bei mir waren es nicht viel weniger Stunden. Ich habe nicht so viel erreicht. Ich fand es immer ganz witzig, wo deine bessere Hälfte dann hin soll und so, ja. Also eigentlich, ich habe jetzt Lars gesehen. Wir brauchen die anderen gar nicht angucken. Ja, ja. Reicht. Danke. Also ich habe es mit sehr viel... als sehr viel Respekt aufgenommen. Ja, ja. Muss man auch sagen, also dein Stückchen Land sieht sehr schön aus, tatsächlich. Bin gespannt, wenn du fertig bist. Also ich. Nein, Preige. Du bist noch nicht fertig, oder willst du also noch weiterbauen oder sag mal, sagst 90% steht, aber wie du auch im Stream gesagt hast, die ganze Geschichte mit diese Feinheiten, Deko, ne? Noch so ein bisschen mehr, vielleicht noch einen, keine Ahnung, noch ein paar. Weiß es nicht. Und wenn es nur, ich versuche vielleicht Gras wachsen zu lassen, dann vielleicht noch ein paar Strohbüschchen. Also alles, das so ein bisschen halt noch ein bisschen, ja, lebhafter aussieht. Schon aber bestimmt. So, ich sag mal, 90% steht. Respekt. So weit bin ich noch nicht. Bei mir stehen 50 vielleicht. Also wenn es dann mal im Kopf geht, stehen ungefähr 10, aber ich glaube nicht, dass ich das jeweils fertig kriegen werde. Oh komm, du hast doch. Also, deine Scheune habe ich heute gesehen. Ist schön, gell? Die ist nicht schlecht. Hab ich gestern mal angefangen. Da sind ein paar Verfeinerungen dran. Gefällt mir schon mal sehr gut. Kannst du dir mal meine angucken? Einfach nur als. Ich habe dein Windrad so von Weitem gesehen, Uwe. Das ist eine Mühle, danke. Entschuldigung, nicht Windrad. Ja, Mühle. Windrad, ich weiß. Ja. Das Gleiche. Ist in etwa das Gleiche, das stimmt. Ja, ich bin gerade dabei. Gleich wieder da. Jo. Bin gerade noch dabei, das irgendwie ein bisschen voranzutreiben. Nicht ganz so exzessiv, aber stetig und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Skyland Bouncen übrigens hat 43,61 GB. Okay. Später. Ja. Ja, ich werde es vielleicht nochmal, ich muss mal das Wochenende gucken, dann werde ich es mir vielleicht nochmal anschauen, weil aus der letzten Beta. Es ist ganz cool, es ist ganz akzeptabel, es hat mich nicht gecatcht, okay, ich weiß warum, ich habe den Fehler gemacht, wie heißt es denn, alle Aufgaben anzunehmen und dann den Überblick zu verlieren, das hat mir Micha dann noch im Nachgang erzählt, okay, das war vielleicht ein bisschen mein Fehler, ich kenne es halt aus anderen Spielen so, nimm erstmal alles an und dann questest du dich da irgendwie so ein bisschen durch, ne?
So aller WoW-like. Alles annehmen, irgendwo findest du schon was, was du zwischendurch auf dem Weg quasi machen kannst. Haben es da immer besser als brauchen, war vielleicht da nicht ganz so gut. Ansonsten weiß ich nicht, wie der Langzeitfaktor tatsächlich vom Spiel ist. Gerade auch, wenn du regelmäßig vielleicht weggeschossen wirst, weil PvP auf der See aktiv ist oder so. Das stecke ich noch nicht ganz drin. Mal gucken. Ja, davon mache ich es aber abhängig von der Open Beta, ob die PvP aufschalten, ob du auch gegeneinander kämpfen musst oder kannst und du da weggeknallt wirst, wie aufs Spiel. Ja, ja. Da habe ich auch nicht so Lust drauf, weil dann ist es wieder teilweise geldbasiert, dass du halt schneller die Waffen kriegst, die du sonst erarbeiten musst. Das darf nicht sein. Das ist ja verboten. Wenn du dir über echtes Geld quasi einen Vorteil verschaffen kannst, das darf nicht sein mit Lootboxen und so. Das ist ja mittlerweile verboten. Aber trotzdem gibt es ja dann PvP, ich nenne das jetzt mal Skillungen, Schiffe, die natürlich so einen, der gerade auf Mission want, einfach wegknallen, weil sie genau dafür gebaut sind, ne? Die richtige Hülle, die richtigen Waffen. Ja, meine ich auch, dann hast du das richtige Skillset. Die Leute sind jetzt schon viel länger gespielt haben und die schon einfach wegknallen. Ja, ja. Bis jetzt, weil der letzten Closed Beta war es ja kein PvP. Ja, das stimmt. Aber das vielleicht stimmt. Kannst du noch einstellen. Vielleicht haben sie auch die Möglichkeit eingebaut, dass du sagen kannst, ich arbeite im anderen Modus. Wäre zumindest wünschenswert, das stimmt. Muss man gucken. Absolut. Gut, aber erstmal gucken wir jetzt dem Ende der heutigen Folge entgegen. Liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Däumchen und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch die Skull and Bones Beta, naja, ich müsste sagen, fast schon angeschaut habt am heutigen Sonntag. Oder ob ihr vielleicht jetzt noch Sonntag 13 Uhr ganz spontan entscheidet. Oh, das war, ich guck noch mal rein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.